Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Frightens für euch. Let's go in the new game. This is my final night on this job. And I have to take care of this building one last time. The city's eviction procedure is in effect. So most of the building should be deserted by now anyway. Hope everything goes smooth. And I'll hit the road back home by midnight. Okay. Hey, wake up. This building depends on you. Take very good care of her. Ist schön, wenn du irgendwo aufwachst, so durch so eine Pizzafresse. Ist ja fürchterlich, Alter. So, dann schauen wir nochmal. Oh, nee, Alter. Grafik sieht sehr, sehr geil aus. Alter, wer ist denn? Wer pennt denn hier, Junge? Wer pennt denn hier, bitte? Oh Gott. So, mangelte Mülltüten. Was ist das hier? Ein Zettel? Können wir den nehmen? Nee. Wer sind wir? Sind wir der Hausmeister? Ich glaube, wir sind der Hausmeister. Und wir sollen bis die Mitternachtsschicht übernehmen. Farbe. Schön, schön. Aber auch schön duster hier, muss man sagen. So, hier, was war das für eine Scheiße? Könnte ich mich schon gleich wieder aufregen. So, wird einfach hier mal so kommen, wie streich mal jetzt hier so 1,5 Quadratmeter. So, einfach mal, genau, Farbe offen stehen lassen. Na, da pennt sich das doch viel, viel besser hier unten. Oh, kick, ach, na schön. Ja, na, würde ich sagen, hier ein paar Bierchen, war wunderbar. Hier noch die Restsicherung. Läuft. Läuft. Einfach ein Traumjob. So. Presse E to open. Ah, hier haben wir noch ein paar Kalksäcke. Die lassen wir dann mal lieber stehen. Oh, was ist denn hier für Treppenhaus, ey? Krass. Was ist das hier? Q to zoom. Okay, wir brauchen Reparaturen in 132 und 134. Okay. Ist doch gar kein Problem. Das machen wir mit links. Yay. Horror Night. Wunderbar. Um 9 Uhr geht's los. Was ist das? Welcome Sweet Party. Nein. 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 So, wie können wir nach oben? Gehen wir hier rein. Na, okay. Und wir können auch nicht rennen. Das ist, wir sind humpelnd. Ein lahmender Hauswart. Okay, verschlossen, können wir nicht rein. Lass mal uns da in Ruhe streiten. Wen haben wir hier? Lost Cat. Oh. Holy. Oh Mann. So, ein roter Knopf. Ich muss ihn drücken. Nichts passiert. Okay, wir gehen mal weiter. So, 132, 134 wart. Hier mal die 130. Ach, ist ja schön. Crime Scene. So, 132 ist natürlich zu. Ist das Haus noch bewohnt oder was? Also man sieht ja irgendwie überall die Räumungszettel hier. Dann wird wahrscheinlich hier die 134 sein. Wunderbar. Zu. Okay. Zu. Ja, schön. Okay, also die beiden Wohnungen, die wir machen sollen, sind verschlossen. Nicht so schön. Haben wir denn nicht einen Generalschlüssel als Hausmeister? Haben wir nicht Access All Area? Aber das hört sich auch so an, als wenn das hier noch nicht komplett geräumt ist, so irgendwie. Also, dann will ja wohl keinen stören bei irgendwas. So, 128. Ebenfalls Crime Scene. Na, das läuft aber hier auf der Etage. Schön. Ganz, ganz schau. Wunderbar. Ist toll, toll, toll. Gottes Willen. So, ich geh mal in höher. Falls wir in höher gehen können. Also das Treppenhaus ist ja wirklich ganz schlimm. Ganz, also aber auch gut durch. Also A, gut gewischt, wie ich sehe. Aber auch gut beleuchtet. Gut beleuchtet, muss ich sagen. Also da ist wirklich, da muss man auch keine Angst haben, mal daneben zu treten, weil man sieht alles. Man sieht alles. So gerade hier. Wunderbar. So. Boah, Alter, das ist aber auch wirklich. Also hier möchte ich nicht wohnen. Sag mal, wie das ist. Hier möchte ich nicht wohnen. So, was haben wir hier? 227. Offen. Alter,
Jetzt nicht erwartet. Sie ist offen, okay. Hallo? Hier ist der Hausmeister. Oh, Fernseher ist an. Wunderbar. Was haben wir hier? E2 Interact. Was habe ich denn jetzt hier genommen? Was habe ich denn jetzt hier genommen gerade? Hallo? Hallo? Ist jemand daheim? Mann, das ist aber auch bumsduster hier die Bude, ey. Videokassette. Blackmail Proof. Okay, der Blackmail Beweis. Und ich würde es gerne. Ich kann mich auch nicht ducken und nichts. Nee, nichts geht. Ja, denn, guck mal weiter, dieses wunderschöne Programm. Moment mal, ist die hier nicht aus SimCity? Die ist aus SimCity. Okay, wir schauen mal weiter. Ah, wunderbar. Chinesisches Essen an Masse, oder? Nee, was ist das? Pommes. Okay, okay. Ja, immer bei der goldenen Schwalbe gewesen, wunderbar. So, geh mal kurz in die Küche drin. Also grundsätzlich finde ich das Küchenkonzept ja schon ziemlich cool. Naja, nach hier offen und nach hier... Naja, der Ausblick nach hier ist natürlich nicht so geil. Oh, noch ein schöner... Oh, gib mal hier ein paar Fries, Alter. Mm, und ein Burger. Komm, nimm mit. Und dazu noch einen leckeren Saft. Und noch ein Burger. Und noch ein paar Fritten. Also hier ist anscheinend... Hier ist, der ist Frittenfan. Ja, sie, wer auch immer hier lebt. Es... So, hier hinten haben wir noch eine Tür. Ach, schön, das Bad. Wunderbar. Ja, wunderbar. Großartig. Oh, also vom, aber auch Doppelwaschbecken. Ne? Also schäbig bis unter Dach die Bude, aber Doppelwaschbecken. Und noch so ein Kinder-PP-Becken. Wunderbar. Schön. So, Föhn. Oh ja. Hey, 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 hey. Okay, Schrank mit nichts. Cool. So, Zahnbürste. Das ist auch so richtig die ultimative Herausforderung, die ultimative Mutprobe. So eine fremde Junkie-Bude rennen und einfach die Zahnbürste, die du da findest, so im Mund nehmen. Oh, oh Gott, Alter. Oh. Ja, da würde ich mal sagen, war schön hier, ich geh mal weiter. Vielleicht finden wir noch weitere schöne Wohnungen. Hoffentlich nicht. So, wie vorne haben wir noch so eine... Ach, hier, guck mal, hier ist die Bettdecke. Das finde ich aber auch hier direkt so neben der Tür. Die ist ja nicht schön gelöst. Hätte ich es anders gemacht. Hätte ich da hinten ja mein Bett gemacht und hier vorne so Fernseher und so. Naja, obwohl hier ist jetzt auch kein Platz anders. Sewing, okay, alles klar. Das hat er öfters, ist anscheinend seine Lieblingsbuchserie. Okay, cool. Mir schick und nicht richten. Hab ja auch mein Lieblingsbuch. Achtmal. So, hier haben wir nochmal die kleinen. Oh, hier, schau mal hier. Schwarze Wand. These three flats make the most noise as every aggress. Okay, 134, 132 und 227. Macht den meisten Lärm. In your garage sale. Oh, er hat seinen Hund verloren. Was? Mein Hund verloren, will ihn aber nicht zurück. Nimm. Ja, gib nur gut Acht auf ihn. Alter, was ist denn? Das ist aber eine nette Mieterschaft hier. Nette Mieterschaft, wunderbar. So, das war, glaube ich, die 227 hier, ne? Bin ich der Meinung? Können wir kurz mal in die Tür gucken? Ja. Was mich jetzt schon so ein bisschen auf die Palme bringt, ist halt dieser entspannte Comic-Heute-Comic-Morgen-Gang. Was soll sowas irgendwie? Also ich würde mich auch durch so eine Bude hier nicht langsam bewegen. Ich würde mich hier tatsächlich eher schnell durchbewegen wollen. Räumungsbescheid. Alles klar. Zu. Zu. Oh, ein Skateboard. Nice. Ja, so ein Ding hatten wir da alle mal. Auch so in den Farben so. Ganz schreckliche Neonfarben. Aber kennt jeder von uns. Also ich auf jeden Fall aus meiner Generation. Ich hatte so ein Ding. So, gut. 234, 235. Schauen wir mal hier. Nope. Nope. Tja, okay. Was nun? Hier geht's wieder runter, oder was?
Aber mit welcher Intention? Ich habe weder einen Schlüssel noch sonst irgendwas. Okay, na, vielleicht musste irgendwas getriggert werden. Und wir gehen einfach mal runter. Nee, warte mal. Obwohl, was haben wir? Wir haben einen Zettel. Wir haben eine Videokassette gefunden. Wir haben ja hier vorne einen Fernseher. Aber irgendwie nicht wirklich eine Interaktionsmöglichkeit. Für die Videokassette. Ne, ich sehe zwar, da unten ist irgendwie eine Art Videorekorder oder irgendwas, aber ich kann mich halt nicht ducken. Kann sich nicht hinhocken. Und hier oben ist alles mau. Wir haben auch kein Menü. Nichts. Gar nichts. So, okay. Nochmal letzter Blick kurz ins Bad. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Irgend so einen popeligen Schlüssel oder irgend sowas. Man muss ja mal aufpassen. Man kann auch keine Schränke öffnen oder irgend sowas. Nur diese köstlichen Zahnbürsten. Tja, nee. Nicht. Eine Menge Zahnbürsten hier. Obwohl ich glaube, dass der Typ, der hier wohnt, nicht so viel auf Zahnhygiene hält. So wie es hier aussieht. Okay, alles klar. Komm, wir gehen runter. War schön hier. In der zweiten. Ist auch meine Lieblingsetage. So, okay. Und hier haben wir wieder gehört, dass die 100... Schnauze jetzt hier! Die 132, 134 und die 2... Was waren das? 27? Nee, ja, 2... Oh... Warte mal, ist das hier, weil das ist das hier, Poli? War das Poli? Habt ihr das Rad hier angeschlossen? Oh, da vorne! Ja, Poli! Musch, 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 musch! Hey, 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 hey! Entspann dich doch mal! Also jeder, der Katzen hat oder Katzen kennt, wisst, Katzen sind auch mal echte Arschlöcher. Ja, du kannst halt, ich liebe Katzen tatsächlich sehr, ich hab auch sehr lange eine Katze gehabt irgendwie, aber... War auch eine Zicke. War auch eine kleine Zicke, muss ich sagen. So, kann ich jetzt hier mal rennen, oder? Ja, kann ich jetzt hier rennen. Ah, okay, gut. Die Katze hat den Weg gezeigt. So, ne? Das ist ja, Leben mit Katzen bestimmt auch die Katze. Wo lang geht? Nicht du. Ne? Du bist nur Diener. Du kannst nur schön Futter hinstellen und streicheln. Aber nur, wenn sie Lust hat. Nicht, wenn du Lust hast. Nein. Oh, DJ? Okay, Katzen sind frisch an. Mann, Alter, so ein bisschen Licht wäre doch einfach mal der Hammer. Würde ich gut finden. So, was läuft da für ein schönes Video? Und das ist eine Katze. Oh, überall Katzen. Nein, ist das so eine Katzenbude? Hey, hey, hey. Telefon. Ach du Scheiße, überall Katzen hier. Und da vorne kann man was nehmen, ein Buch? Ja, ist ja gut. Ja, Schnuppe gehen. So. They call me Cat Lady for a reason. Ja, das wundert mich wahrscheinlich nicht, wie es hier aussieht. Na? Ah, schon dieser leck mich am Arschblick. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, ist doch fein, meine Maus. Mann, jetzt sind aber auch lebensbejahende Bilder hier, Alter. So, einfach aus Glück strahlend. Ah. So, glaube ich, wird jetzt hier rausgehen. So, wir müssen anscheinend immer irgendwie Dinge ablaufen und Sachen triggern, damit etwas geschieht. Warum ist die Tür zu? Gerade. Oh, jetzt können wir rennen. Jetzt können wir rennen. Oh, ist ja schön. Die Frage ist, muss ich jetzt rennen? Aber das finde ich schön. Man kann jetzt rennen. Für, das ist doch eine angenehme Laufgeschwindigkeit. Okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder hoch in die zweite, oder? Ich guck mal kurz in den anderen Butzen hier. No, 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 no. Was nun? Nein! Schwindel! Oder was, hätte ich schneller wegrennen müssen? This apartment is giving me nightmares. I don't know how long I slept. Don't even know what day it is. Meinst du kurz gefragt, sind wir jetzt gerade gestorben? Fangen wir jetzt von vorne an? Und ich kann schon wieder nur noch schlendern? Warum ist das so?
Ah, nee, okay, alles klar. Das ist jetzt. Wir sind. Nee, wir fangen jetzt nicht von vorne an. Wer schmeißt hier Kartons? Ladungssicherung, Freunde. Ja, bitte hier. Lass mal einen Schluck Farbe nehmen und dann kicken wir mal weiter hier. So, dann machen wir mal auf. Und auf geht's. Haben wir jetzt schon was abgehakt? Haben wir irgendwas repariert? Nee, ne? Wir haben es noch nicht gemacht. Wir waren zwar in der 134 drin. Wisst zwar nicht, was da gefixt werden sollte. Wahrscheinlich sollte. Hey. Wahrscheinlich sollten die 2000 Katzen da mal gefüttert werden. Oder Katzenklo gemacht werden. Wer weiß. So, wir können jetzt hier schauen, aber vielleicht müssen wir erst wieder in die zweite hoch. Hey, wahaha. Hey, ohne Beinspielen hier, hab ich euch gesagt. Freunde, so nicht. Wenn ich alle euren Eltern sagen? Wo die Eltern wahrscheinlich noch schlimmer sind. Ich find's auch echt krass, wie man da unten pennen kann, so in diesem Keller, ey. Was ist das denn? Das ist ja eine schöne Puppe. Die sieht ja schau aus. Ach, toll. Wunderbar. Okay, 230 ist offen. Hallo? Für Buden hier. So, Tageszeitung. Demolition. Und Messer. Und Bleistifte. Und warum? Videokassetten. Was ist denn das für ein Sammelsurium hier auf dem Tisch, Alter? Was hat er getan? Leute, schreibt es mal in die Kommentare bitte, was ihr denkt, was mit diesen Sachen hier stattgefunden hat. Also, ich tippe auf Schrottwichteln. Oder bizarres. Weiß ich nicht, irgendwie. Wie Rete Halmer? Also, suspekt. Ist mir alles sehr suspekt. So, gut, schauen wir mal. Hier hinten zu. Oh, tonnenweise Müllsäcke hier. Sehr schön, sehr schön. Einfach Gasflasche hier vorne. Das verstößt hochgradig. In den Arbeitsschutz hier. Auch in Privaträumen. So, aber hier hat er schön. Ist wahrscheinlich Mentholraucher. Die gute Boston. Und er mag Schlösser. Also wenn ich sie besser wüsste, würde ich denken, ist hier so eine Drogenhülle oder was? Komm, ich mach mal ein Bild von meinem Kind. Und ich hoffe, dass mein Kind, nicht irgendein Kind. Okay, dann haben wir hier noch einen Zettel. Was geht denn ab? Hey? Oh, wir haben eine Taschenlampe. Wie schön ist das schön? Was isst denn du da? Hat er denn einen Teller voll Kippen? Und was ist das? Was frisst du da? Ach du, nö. Mach mal dein Ding. Sorry, Alter. Mach mal. Nee, hau mal ab. Okay. Okay. So, lass mich einfach hier mal zwischen den Schweinehälften bitte durch. Kann ich jetzt hier vorne in das Zimmer, bitte? Oh, bitte, bitte? Jetzt kommt der jetzt raus, oder was? Nachdem er aufgegessen hat? Oh, Alter. Also, bei. Was war denn das jetzt? Hallo?
Hallöle, warum hat der schon wieder keine Taschen ab? Warum kann ich nicht rennen? Was ist das denn für eine Scheiße? Warum habe ich hier immer für die ganzen 3 Minuten irgendein super Skill irgendwie und der wird mir sofort wieder weggenommen? Zu. Schauen wir mal die 233 hier hinten. Also ich sag's mal wie, das, wenn die Schicht vorbei ist, können die Ecke. Das ist mir hier nichts. Hier sehe ich keine Zukunftsperspektiven für mich. Jetzt muss man gleich hier Feueralarm auslösen, so mitten in der Wand, so. Schön. So, wir gehen jetzt. So, die Reinigungskraft ist jetzt auch noch nicht da gewesen, wie ich sehe. Herrschaftszeiten, Alter. Ach Gott, nee. Das Schlimme ist, ich will ja nicht wissen, in wie vielen Häusern das wirklich so aussieht. Ja, also. Ich hoffe jetzt natürlich nicht in so vielen hier in Deutschland, aber in Amerika wird wahrscheinlich in den Großstädten, gerade so in den Slum-Ecken auf jeden Fall, die Dinger so aussehen. Könnte mir gut vorstellen. So, hier ist ein bisschen Post. Fuses, 1 bis 9. What? Okay. Sicherung, 1 bis 9. Sicherung war im Keller. Ich würde mal kurz nochmal gerade auslaufen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendeine Tür jetzt offen ist. Kann ich ein Fahrrad nehmen und hier schnell mit dem Fahrrad den Flur langfahren? Ich würde alles viel, viel einfacher machen. Hier ist zu. Zu. So. Ah, hier. Was? Ich glaube, das Fiese ist ja wirklich dadurch, dass du halt einfach auch nur so langsam bist irgendwie. Deswegen baut sich ja so eine fiese Atmosphäre noch auf. So, kann ich jetzt hier in die 135 hier rein? Die sieht so schön erleuchtet aus. Ja. Müssen wir zumachen. Okay, na los, renn mit uns. Mhm, mal jemand den Hamster gefüttert? Oh, Das ist aber eine schöne Durchgangswohnung. So, was haben wir hier? Mom says don't trust anyone in this apartment. Ja, da tut Mutti gut daran, dir das so zu sagen. You're welcome. Das ist Mutti. Mutti kocht gerade. Hi Mutti, was gibt's denn Schönes? Heute zu essen? Ah, oh, wie ist Baby? Oh, Baby ist nur... Oh Gott. Die Maske auf? Alter, mach dir doch mal vernünftig den Radiosender an. Ist doch kein Wunder, dass du immer Kopfschmerzen hast. Mach mal weiter. Ich freue mich schon aufs Essen. Ein bisschen Küche sieht aber nachher wieder gut aus, ja? Tschö. So. Und hier ist... Mal nein! So, was läuft hier? Tiny Toons? Ein schönes Badezimmer, wunderbar. Mit einer schönen Tageslichtlampe drin. Wie, Game Over? Was heißt denn hier Game Over? Jetzt mal kurz hier mal gucken. Warte mal. Tür ist zu. Tür zu. Ah.
ist nicht so schön. Scheiße, was denn nun? Können wir irgendwas nehmen? Alter, das ist ja unerträglich. Sollte die Tür zu sein? Ja, ich denke, die Tür sollte vielleicht nicht zugehen. Ich glaube, wir haben hier gerade ein verbuggtes Spiel oder und so was. So, wir gehen das hinten durch. So, okay, alles klar. Wir gehen jetzt raus und können... Okay, wir machen eine kleine Party mit hier. Oh, Mutti, hau ab! Okay. Und wir sind wieder unten. Wie schön. Das ist toll. Das ist super. Und jetzt haben wir wenigstens eine Taschenlampe. Ich freue mich. So, müssen wir jetzt die Sicherung nachsetzen? Sieht gar nichts, Alter. Fuses 1 bis 9. Oh, die Taschenlampe so krass, irgendwie das gar nicht siehst, Alter. Mann. Guck mal kurz, ob wir irgendwo Interaktionsmöglichkeiten haben, aber es sieht nicht so aus. Nope. So, hier haben wir ein paar Sicherungen. Kann ich nicht nehmen. Tonnenweise Farbe. So, hier kann ich keine Sicherung nehmen. Okay, schleudern wir einfach los. Aber ich denke mal, dass ich auch jetzt ja keine Sicherung einsetzen kann, irgendwie, weil das aber gerne die Taschenlampe bekommen. Von dem netten Onkel Haus. Apartment. Scheiß Laden. Also, wenn ich vorher schon sehr unangenehm empfand hier, muss ich sagen, ist es jetzt noch unangenehmer. So, wie sieht es an der Spur 127 aus? Ist immer noch zu, aber dafür ist Ruhe. Hier kommt schnell rein. 130. Kommst nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Mal schauen, ob wir in 132 reinkommen. Nein. Hier auch nicht. Wie sieht's denn mit der 133 aus? Nicht. So, 134, 135 waren wir schon drin. Die Frage ist, verändert sich irgendwas, wenn wir nochmal reingehen? Ja, es ist verschlossen. Es ist verschlossen, alles klar. Unser Weg führt uns also in die zweite Etage hoch. Ich frage mich, warum ich vorm Rennen konnte und jetzt nicht. Also, was würde ich für geben jetzt? Kommt die Tür überhaupt näher da vorne? So, Fahrrad kann ich auch nicht nehmen, weil... Mann. Also Soundeffekt-technisch haben sie hier nicht gespart an dem Spiel, muss ich sagen. So, na dann. Hoch mit uns in die zweite. Ah, jetzt kann man hier wenigstens mal hochleuchten, aber man sieht halt doch, der Weg ist versperrt. Ah, guck mal, hier geht das wirklich noch. Die Uhr ist dazu ja. Warum ist die Uhr das Einzige, was Strom hat? Können wir jetzt ja noch nicht erzählen, dass die Uhr das Einzige ist, was an so einem Notaggregat dran ist. Also wenn die ganze Bude im Dunkeln ist, hoffentlich du weißt, wie spät es ist. Okay, wir haben wieder Strom. Taschenlampe ist weg. Da sind die aber auch rigoros, Alter. 2:30 ist zu. So, 2:32 zu, 2:31 ist zu. Was sagt die 2:33? Die ist offen. Okay, dann... Oh.
Tür machen. Man kann nicht da drunter schauen. Das ist ja witzig. Das ist einfach nur so eine Falle. Das ist einfach nur so hauchdünn, so ein Teppich drüber legt, damit du runterfällst. Nein, mach nicht zu, Alter. Mach bitte nicht zu. Die geschlossenen Türen waren letztes Mal schon scheiße. Oh, oh Gott, Alter. Was ist... Opa liest noch ein bisschen. Oh, alles klar, Anakin. Mach mal in Ruhe weiter, irgendwie. Captain Knusprig. Ich geh mal hier kicken. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier einfach ja nichts. Alle haben hier nur irgendwelche super High-End-Plattenspieler. Das ist das Einzige, was hier edel aussieht. Und der Rest ist irgendwie... Toilette. Toilette pur. Was liest du denn? Das sind so schwere Kost. The Lodging Technologies. Ja, das habe ich auch lange dran gesessen an dem Buch. Hab ich auch Bauchschmerzen davon bekommen. So, was ist denn das für ein sinnloser Flur? Oh, oh, schöner Spielplatz mit der Geheimtür im Baum. Yeah, toll. So, ah, hier ist noch eine Tür. Das ist hier eine Tür, hier ist eine Tür, oder? Ah, nee, hier ist eine Tür. Oh. 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 Cool Sentence. Alles klar, der gute Commander. Hm, schön, schön, schön. Ah, wunderbar. Oh, eine Lavalampe. Hm, ich hab auch eine gehabt. Genau so eine. In Rot. Fand ich geil. Fand ich echt sehr, sehr geil. Mir mal gut gefallen. Wo ist die eigentlich? Kann ich hier meine Videokassette abspielen? Nein. Wozu habe ich die gefunden? Waren das jetzt Beweise, die ich gesucht habe? Was ist das hier? Ist das so ein Tarif für Arme? New Game Electronics. Schön. So, was haben wir hier? Hello Will. Max Driver. The Door. Okay, wahrscheinlich so die Spiele, die der Entwickler hier noch gemacht hat. Finde ich ein witziges Wort. Schöne Kamera. Ach, toll. Oh nein! Magic Sketchel! Oh Gott, wer kennt's noch? Das hat ja auch, das fand ich richtig cool als Kind. Fand ich richtig cool. So, er hat sich jetzt aber so ein bisschen kuschelig gemacht mit seinen Puppen. Kann auch machen, ist mir Latte. Ich geh weg. Ich muss hier weg. Oh, eine Flying V, Alter. Die nehmen wir mal mit. Das ist ein Bass. Geil. Na? Du, was ist bei dir, geht die Perch gleich los, oder was? Zettel. Den holen wir uns mal. Den holen wir uns mal. Autopsiebericht. Okay, irgendwas mit Pulmo, irgendwas mit Lunge erstickt, irgendwas. Mhm. Hallo, ich will jetzt hier nicht beim Duschen stören, aber... Oh, was? Alter, was? Oh, Anne-Marie. Alter, begraben in der Wanne. Was ist das denn? Was ist das denn? Also, ich sag wie das, der wird nicht mein Lieblingsmieter. Der definitiv nicht. Ich mische jetzt hier raus. So, mal gucken, ob die noch hier vorne steht. Die noch wieder in den Ross. Ja, steht noch da. Little one, when you play, don't you mind what you say? Who feeds but won't slay? This may be your last day. Waren das alle deine Enkelkinder? Oh Gott. Gottes Willen, ey. So, wo sind die hin? Da vorne laufen sie. Und gehen alle runter. Ich gehe gleich mit. Ich will nur hinten schnell gucken, ob hier noch irgendwas. Nicht, dass die mich jetzt hier irreführen und ich jetzt hier irgendwas umsonst laufe. Was in dem Tempo echt lange ist. So, na dann hinterher.
Bis jetzt rennen. Das wär's gewesen. Einfach mal schön mit Schmackes hinterherflitzt. Aber nein. Aber nein. Nope. Nope. Keine offene Tür für dich, Hood Steve. Du folgst den unheimlichen Kindern runter. Über das Treppenhaus. So wahrscheinlich mit Messern auf dich warten oder irgendwas. Oder Elektroschockern oder irgendeine Scheiße. Oder tippe vielleicht auf irgendein bizarres Ritual. Doch, na, hoffentlich sind die nicht in meinem Hausmeisterkeller. Dann können sie sich aber frisch machen noch. Könnt ihr alle das Papier rund um das Haus aufheben. Hofdienst. So, die Mordszenen, Türen sind immer noch zu. Worüber ich auch tatsächlich ja nicht mal so böse bin. Hey. Hallo. 32. Ach, ist ja nicht Boston. Ist Bisten. Na, wer kennt sie nicht, die Erfolgsmarke Bisten. Ach, guck mal, kennen wir doch. Das kennen wir doch, die Bude. Na aber, Freunde. Basement Fun. Basement Fun? Klingt für mich nicht so nach Fun. Oh Mann, diese Bilder. Und so ein creepy Shit und daneben dann halt so eine Berglandschaft. So. Das ist so sehr, sehr konsistent. Schön. So, ich sehe einfach ja nichts. Kann ich jetzt hier? Was ist das? So, Leute, sagt mir mal, aus welchem Video ihr dieses L-Apartment kennt. Ja, schreibt's mal in die Kommentare. Kein Problem! So, falls ihr noch nicht drauf gekommen seid. Plopp. So, war das jetzt hier hinten oder was? Wieder raus aus dem Flur. Oh. Sieht wie überhaupt was draußen ist, das hier irgendwie. Ach, guck mal. Hä? Ist das vom Fernseher? Von den Looney Tunes? What? What? Okay. So, was ist das hier? Beta 8 oder was? Egal, komm, wir gehen mal weiter raus. Irgendjemand hat ja da gerufen. Oh nein, oh nein, 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 nein. Oh, bitte mach jetzt hier nicht so eine Petit-Nummer draus. Und den raus. Anklicken. So, na gut, okay. Was müssen wir tun? Ich denke, ich weiß, was wir tun müssen. Ist einfach Tür zu wieder zugemacht. Schön. Nein, du nicht. Oh, Fernseher ist jetzt an. Ah, Meditation der ABC-Schutz-Truppe. Wunderbar. Ist halt auch wichtig. Balance ist wichtig im Leben. Okay, wir landen also immer wieder hier.
have come this far, but you won't make it further without our help. Oh Mann, warum denn immer? Oh nee! Warum so gruselige Kinder hier? War das jetzt schon der Step, dass wir durchgehen können, eventuell? Hat sich jetzt irgendwas geändert? Müssen wir nur oft genug durchgehen? Weil normalerweise ist ja so bei diesen PTS-ken Aufbauten, musst du immer irgendwas verändern, damit du quasi diesen Kreis durchbrichst. Und scheinbar haben wir ihn durchbrochen. Wie auch immer. So, 133, war das jetzt, wir waren glaube ich gerne 133 mit drin, ne? Oder? Nee. War ja 132, warum sollte die jetzt mit der 33 verbunden sein? Ist ja Quatsch. So, hier ist wieder offen. Hier ist immer noch zu. Warum ist hier jetzt offen? Das war ja die Katzenlady. Wow, was ist jetzt hier? Verdammt. Oh, aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gerade? In dem Videoraum, okay. Oh, Alter. Also das Spiel ist schon wirklich heftig, finde ich. Also, mir setzt das ganz schön zu. Das ist aber ein schönes Video. Schön, schön. Sehr schau. Toilette sieht nur genauso aus. Schranktür ist wieder zu. Oh, wie dick ist diese Scheibe? So, warum sind wir jetzt hier aufgewacht? Können wir da vorne jetzt in den Raum rein? Können auch immerhin auch noch nichts mit dieser Videokassette. Ich verstehe ja nicht, die Sachen, die wir aufnehmen konnten, sind das jetzt einfach bloß so random Beweise, die wir jetzt sammeln? Oh, okay, hier ist offen. To be continued. Okay. Und? Was haben wir jetzt hier? Ein Schmetterling. Die Deck. Hier haben wir noch die Lust-Setz-Gruppe der ABC-Maßnahmen-Gruppe und... We continued und was ist das jetzt hier? Eine Maske wahrscheinlich oder irgendwas? Der kleine Pinocchio! So, können wir raus? Nein, bin nicht raus. Ah! You have come this far, but you won't make it further without our help. Come join us in our eternal quest. We shall hunt down every inhabitant in their sleep. We shall feed off their fears and base our strength from their frightens. We are the residents of this nightmare. Alright, gute Name, das war Frightens. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gespielt habe und ich habe auch keine Ahnung, was mir das Spiel sagen sollte. Aber es hat Spaß gemacht, es war sehr atmosphärisch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten mal unter dieses Video in die Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat oder ob nicht. Ansonsten würden wir uns sehr über ein Abo freuen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns in der zweiten Etage. Willkommen bei Benny und Steve, dem Kanal mit dem beknackten Abmods.